ich habe mir fest vorgenommen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich will das unbedingt machen und ich mache das auch. Ja, bisher habe ich es noch nicht so richtig untergekriegt, aber es ist halt auch immer viel zu tun. Schon Aristoteles hat gesagt, was in unserer Macht liegt zu tun, liegt in unserer Macht nicht zu tun. Prokrastination, das Aufschieben von wichtigen Dingen, ist ein Phänomen, mit dem viele Studierende zu kämpfen haben. Das ist Lisa. Sie ist 20 Jahre alt und für ihr Studium an der RWTH nach Aachen gezogen, wo sie nun im zweiten Semester Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert. Ich schreibe in 2 Wochen Klausur und ich gucke jetzt noch eine Folge und die dann noch zu Ende. Und dann fange ich um 4 Uhr auch auf jeden Fall an. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen für heute. Das, was wir hier gerade sehen, kennen viele. Lisa schiebt eine Aufgabe, die ihr persönlich wichtig ist, auf. Nämlich die Vorbereitung auf eine Klausur. Und das, obwohl sie eigentlich genug Zeit zum Lernen hätte. Obwohl sie wissen müsste, dass sie später unter Stress geraten wird. Sie also die negativen Folgen des Aufschiebens vorhersehen kann. Stattdessen widmet sie sich Aufgaben, die weder dringend noch wichtig sind, aber kurzfristig ein gutes Gefühl geben. Wir haben jetzt 4:15, aber die Folge ist gerade so spannend. Das heißt, ich gucke jetzt auf jeden Fall noch zu Ende und dann muss ich mich um 5 auf jeden Fall dran setzen. Genau. Meine 2 Freundinnen sind jetzt noch im Café nebenan. Das heißt, ich gehe da jetzt noch mal kurz hin. Ich muss auf jeden Fall noch vorher was essen. Das heißt, ich schaffe es jetzt gar nicht mehr richtig zu lernen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe ja noch 2 Wochen Zeit. Also ich fange dann auf jeden Fall morgen an. Genau. Rosinen zugemacht und dann habe ich aus Haferflocken mit Zimt und Leinsamen und sowas habe ich dann das oder drüber, also mit ein bisschen irgendwie Proteinpulver und sowas und dann da drauf gemacht und dann in den Ofen. Voll geil. Ich wusste nicht, dass du das auch machst, so Protein, Eiweißzeug und so. Das machen irgendwie, fangen jetzt alle gerade damit an, ne? Dann immer so trainieren. Er macht das so. Aber mein Fitnessstudio hat auch noch ein Angebot gerade. Echt? Noch für diesen Monat. Ist das dieses ein Monat umsonst und den Rest dann halt ab dann bezahlen? Ja. Okay. Und du kannst auch jeden Monat kündigen. Ja, echt? Ja, voll gut. Ja. Dann wäre es ja voll gut. Also nur, wenn wir zusammengehen, weil sonst mich alleine hingehen, weiß ich nicht. Sonst irgendwie jeden Dienstag, also 2-mal im Monat, kannst du auch mitkommen bei mir. Echt umsonst dann sogar? Kannst du nächsten Dienstag mitkommen, ja. Hä, hey, mach mal safe, oder? Ja. Bist du im selben oder bist du in einem anderen? Ich bin bei jemandem anderen. Okay. Kann ich jedes Wochenende jemanden mitnehmen, wenn du möchtest. Hey, dann komm ich Dienstag mal bei dir und Wochenende mal bei mir. Ja, wieso nicht? Hey, lass echt machen, das ist aber gut. Ja. Lisa bereitet alles vor, um für die Prüfung zu lernen. Es könnte losgehen. Aber sie fängt nicht an. Stattdessen steht sie auf, um ihr Bett zu machen. Hier beginnt der Teufelskreis der Prokrastination. Statt sich an die große und unübersichtliche Klausurvorbereitung zu setzen, ist es viel einfacher, mal eben das Bad zu putzen, zu spülen, die Wäsche abzuhängen, die Wohnung aufzuräumen. Und weil man hier schnelle Erfolge sehen kann, fühlt sich das gut an. Und so wird das Aufschieben belohnt. Oh Mist, jetzt bin ich auf Amazon stecken geblieben. Ich habe hier so ein paar coole Sport-Leggings und so gefunden. Die kann ich dann im Fitnessstudio anziehen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, ich muss jetzt eine Hausarbeit schreiben über Grundlagen der Dramaturgie. Ich schreibe über die OSD.
Mal gucken. Ich habe noch nicht so viel Ahnung von, aber ich habe 4 Wochen Zeit. Also ich glaube, das ist jetzt ganz entspannt. Geh gleich mal in die Bib und guck, ob ich ein Buch oder so finde. Kann ich mich schon mal ein bisschen informieren. Dann gucken, ne? Ding. Ja, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, um mich da anzumelden. In der Woche ist ja die Klausur und eigentlich wollte ich ja lernen, aber ich habe mir das halt fest vorgenommen und dann fange ich morgen auf jeden Fall an. Dann bin ich auch fit. Genau. Ah, shit. Oh, nee. Oh Gott, ich habe meine Tasche vergessen. Oh, nein, nein, nein. Ich bin jetzt schon fast da. Ich guck mal, weil ich muss eigentlich... Ich muss in einer Stunde arbeiten. Ah, ich weiß nicht, bis ich jetzt wieder zurücklaufe und dahin komme. Okay, wenn ich jetzt... Muss ich halt auch noch anmelden. Dann muss ich wieder zurücklaufen, die Treppen hoch, runter, dahin wieder. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Ja, dann geht's halt morgen, ne? Wieder etwas aufgeschoben. Warum geht sie denn jetzt nicht ins Fitnessstudio, obwohl sie es doch vorhatte? Für jedes Aufschieben kann es ganz unterschiedliche Gründe geben. Die Entschuldigungen, wie hier die vergessene Tasche, wirken irrational, können aber zeigen, dass es doch irgendeinen Grund dafür gibt, dass man etwas nicht tun möchte. Ich schreibe diese Hausarbeit über die Juristie und ich habe noch 3 Wochen Zeit. Deswegen gucke ich jetzt, ob ich das irgendwo finde. Aber ich habe eben schon mal nachgefragt und die meinte wahrscheinlich nicht. Deswegen entweder halt noch bei den Klassikern und sonst muss ich irgendwie anders mir was bestellen oder so. Ein bisschen ärgerlich. Ja. Mal gucken. Jetzt hat Lisa einen kleinen Schritt getan. Sie hat versucht, sich Literatur zu besorgen, ist aber doch nicht recht vorangekommen. Sie hat erst einmal ihr Gewissen beruhigt und damit unangenehme Gefühle reduziert. Das ist ein gutes Stück. Ich habe es jetzt abgeholt. Es lag jetzt schon seit 3 Tagen hier, weil ich es ja bestellt habe. Aber ich kam es ja nicht so richtig dazu, das abzuholen. Deswegen, jetzt wo ich das abgehakt habe, kann es richtig losgehen. Und ich glaube, ich gehe jetzt noch zum Weihnachtsmarkt Weihnachtsgeschenke besorgen. Weil ich bin bisher auch noch nicht so richtig dazu gekommen. Und es ist die ganze Zeit in meinem Kopf und ich kriege nicht so richtig Ruhe. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Ein kleiner Schritt, den großen Berg Hausarbeit anzugehen, ist getan. Der Teufelskreis ist kurz unterbrochen. Es entstehen angenehme Gefühle, weil Lisa etwas angepackt hat. Und das gibt ihr Motivation, einen anderen großen Berg anzugehen. Die Weihnachtsgeschenke. Eigentlich etwas Schönes. Nur weil Lisa es dieses Jahr besonders perfekt hinkriegen möchte, war der Gedanke ans Geschenke kaufen bislang für sie negativ besetzt. Und deshalb auch ein Aufschiebekandidat. Oh, die hatten richtig süße Sachen. Also das war voll schön, aber ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Deswegen... ich gucke in den nächsten Tag einfach nochmal, was ich so finde. Und dann passt das. Hey Maria, wie geht's? Ja, mir geht's auch gut. Und dir? Ja, nee, Fitnessstudio wird morgen leider nichts. Ja, ich muss ja die Hausarbeit in 2 Wochen abgeben. Ja, ich weiß. Nee, sonst nervt meine Eltern wieder so, dass mein großer Bruder wieder alles hinkriegt und bei mir wieder gar nichts läuft. Kennst du doch. Ja, der schreibt ja überall eins und so, der muss ja auch nichts dafür tun, so. Oh Mann. Ja, ich werde heute auf jeden Fall was für die Hausarbeit machen. Also das ist mein fester Plan, da geht nichts dran vorbei. Ja, mach das, dann gehen wir wohl anders ins Fitnessstudio, ne? Okay. Ja, tschüssi, bis dann. Ciao. Also ich habe jetzt nur noch 1 Woche bis zur Abgabe und die
Obis, die hat schon sehr in sich, muss ich sagen. Und ich habe jetzt gleich Grundlagen der Dramaturgie. Und dann hoffe ich einfach, dass mir der Prof noch ein paar Tipps geben kann. Weil sonst wird es langsam eng. Die verbleibende Zeit wird geringer, der Druck steigt. Die Konsequenzen des Aufschiebens sind nun zu spüren. Ich muss jetzt morgen die Hausarbeit abgeben. Das heißt, ich habe jetzt noch genau einen Tag. Und ja, ich habe ja in der Bib nichts gefunden und der Prof konnte mir nicht weiterhelfen. Das heißt, ich habe mir jetzt was aus dem Internet zusammengesucht und probiere jetzt mir da irgendwas selber zusammenzubasteln. Und damit es noch einigermaßen gut wird. Aber es stresst mich gerade ein bisschen. Oh Gott. Yes, ich bin jetzt fertig mit meiner Hausarbeit. Ich bin komplett müde. Wir haben 4 Uhr morgens und ich lege mich jetzt noch 2-3 Stunden hin und dann muss ich die Hausarbeit morgen schnell abgeben. Ist nicht ganz so gut geworden, wie ich mir oft hatte, aber ich habe das Beste rausgeholt. So, ne? Ja. Nun hat Lisa ihre Hausarbeit doch noch geschafft. Unter Druck steigt oft die Motivation. Es gibt einen Adrenalinkick. Man konzentriert sich auf das Wesentliche. Der Anspruch, es richtig gut machen zu wollen, kann dann locker aufgegeben werden. Denn nun geht es nur noch um die Frage, klappt es oder klappt es nicht mehr? Hier greift das Parkinson'sche Gesetz. Eine Aufgabe benötigt so lange, wie man Zeit zur Verfügung hat. Unabhängig davon, wie komplex die Aufgabe tatsächlich ist. Daraus folgt, wenn Lisa unterbewusst weiß, dass sie die Hausarbeit auch an einem Tag schaffen kann, dann verbringt sie zwar vordergründig mehrere Wochen damit, aber macht die wirkliche Arbeit erst ganz am Ende. Wenn sie sich allerdings verkalkuliert oder wirklich noch etwas Wichtiges dazwischen kommt, dann fliegt ihr die Aufgabe um die Ohren. Aber diesmal hat Lisa ja noch mal Glück gehabt. Ja, ich fahre jetzt über Weihnachten und Silvester in die Heimat. Ich habe auch meinen ganzen Lernstoff dabei, damit ich schon mal anfangen kann, weil Anfang Februar jetzt auf die Klausurenphase losgeht. Ja. Ich habe mir auch vorgenommen, auf jeden Fall ins Fitnessstudio zu gehen. Da war auch schon immer eine Freundin von mir. Das heißt, das kenne ich auch schon in der Heimat, das ist dann ganz gut. Ich habe auch eben Weihnachtsgeschenke kaufen. Es war richtig gut, dass ich gewartet habe, weil die waren zum Teil bis zu 30% billiger. Und richtig cool, ich habe so ein T-Shirt für meinen Streberbruder ergattern können. Das hier. Ja, das fand ich echt cool. Also hat Lisa die Weihnachtsgeschenke doch erst wieder auf den letzten Drücker gekauft. Und diesmal hat sie gleich doppelt vom Aufschieben profitiert. Unter Zeitdruck war es viel leichter, sich zu entscheiden. Und die Geschenke waren kurz vor knapp sogar günstiger. Solche Erfahrungen zeigen, Aufschieben lohnt sich und begünstigen damit wieder zukünftiges Aufschieben. Ja, die Feiertage waren ganz okay. Hätte auf jeden Fall besser sein können. Das habe ich doch nicht gelernt. Und im Fitnessstudio war ich auch nicht. Also, ja, wäre auf jeden Fall schöner gewesen, wenn ich nicht die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. War dann ein bisschen schade. Ah, und was mir mein Bruder geschenkt hat, der Idiot, fand sich wohl ganz lustig. Weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ja. Naja. Ich würde sagen, jetzt auf ins neue Jahr. Die Ferienzeit war für Lisa leider nicht richtig erholsam,
weil sie den Kopf voll hatte mit Aufgaben, von denen sie eigentlich schon vorher wusste, dass sie sie nicht erledigen würde. Meine Note für die Hausarbeit über die OSD ist da. Deswegen, mal gucken, was geworden ist. Nur eine 3,3. Naja, ist eigentlich ganz okay dafür, dass ich am Ende so im Stress war. Ja, aber jetzt steht ja bei Klausurenphase an, da muss ich dann auf jeden Fall mehr geben. Es hat wieder geklappt. Nicht gut, aber immerhin. Hätte Lisa sich richtig viel Zeit genommen und trotzdem nur knapp bestanden, hätte sie sich eingestehen müssen, das war nicht gut. Aber mit dieser Strategie kann sie sich sagen, für das bisschen Aufwand gar nicht so schlecht. Also ein guter Weg, das eher unerfreuliche Ergebnis zu entschuldigen. Dadurch hat sie sich allerdings die Möglichkeit genommen, zu zeigen, was sie wirklich kann. Ja, blöd. Ich muss mich ja jetzt eigentlich auf die Klausur vorbereiten, aber ich meine, ich könnte jetzt die Vorlesung nachbereiten, aber ich habe ja schon die letzten Vorlesungen nicht verstanden. Das heißt, jetzt ist es halt voll schwer, da irgendwie noch so reinzukommen. Stress. Der Berg wächst. Die Aversion gegenüber der Aufgabe wird umso stärker, je länger man sie liegen lässt. Je unangenehmer die Aufgabe, desto größer ist die Erleichterung, wenn sie aufgeschoben wird. Und je mehr Lisa aufschiebt, desto größer wird wiederum der Berg. Ja, Mama, ich weiß, aber ich schaffe das einfach nicht mehr. Nein, das ist wirklich alles zu viel. Ich hänge dann lieber ein Semester dran. Ja, oh, ich weiß, Marc hat es in der Regelstudienzeit geschafft. Und jetzt? Ich kann doch einfach... Nein, weil das Sommersemester, ich kann ihn nur dann schreiben. Dann mache ich halt lieber noch ein Jahr dran. Ja, machen wir jetzt auch so. Ja, tschüss. Ja, ich habe mich jetzt von der Klausur abgemeldet. Das heißt, ich kann jetzt noch ein Semester dranhängen. Meine Mutter ist jetzt nicht so begeistert davon, weil mein Bruder natürlich alles in der Regelstudienzeit geschafft hat. Ja, kann ich auch nichts für, dass der irgendwie alles besser kann. Ja, nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Das Aufschieben hat jetzt dazu geführt, dass Lisa die negativen Konsequenzen ganz deutlich spürt. Im Gegensatz zur Hausarbeit hat die Deadline-Strategie nun nicht funktioniert. Ganz kurzfristig erfährt sie Erleichterung durch die abgemeldete Klausur, aber langfristig quälen sie unangenehme Gefühle. Der Selbstwert ist angekratzt. Ein Semester muss drangehängt werden. Zusätzlich muss sie sich jetzt auch noch vor ihrem Umfeld rechtfertigen. Es nervt mich so sehr mit dieser Klausur, dass ich das einfach nicht hinkriege. Mein blöder Bruder kriegt doch immer alles hin. Jetzt ist Lisa bewusst geworden, dass sie nicht ewig alles weiter aufschieben kann und dass sie etwas ändern muss. Dieses Semester wird anders. Ich habe mir einen Lernplan erstellt. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, aber ich bin richtig stolz, weil ich habe jetzt immer so... Danke, ich habe immer so Lernplan, ja, Hobby, Freizeit, Freunde treffen, weißt du? Das sieht mega aus, das ist ein Muster. Ja, ich denke mir auch, das wird auf jeden Fall klappen. Hast du Bock, mit mir so Mittwoch 15 bis 18 zu lernen? Dann können wir das mal gerne, aber dann können wir tanzen, wie es geht. Aber davor? Ja, und dann komme ich einfach mit, wenn es mal geht. Richtig, bei Hip-Hop, ne? Aber dann lass doch einfach vom Mittwoch 2 Stunden vorher. Okay, dann 14 Uhr. In der Bibliothek. Uhr. Das treffen wir uns immer Mittwochs 14 Uhr in und der Bibliothek. Lernen und dann ja in der Bibliothek. Ja, und dann laufen wir danach zusammen zum Tanzen. Ja, das wäre voll cool, weil dann haben wir das immer gut. So, immer dasselbe und dann machen wir es auf jeden Fall. Ja. Nun hat sich in Lisas Verhalten etwas verändert. Zunächst hat sie sich einen Plan gemacht und diesen auch aufgeschrieben.
Dadurch wird das, was sie vorhat, realistisch und konkret. Und sie hat sich mit ihrer Freundin für eine bestimmte Zeit verabredet. Und zwar verbindlich. Ich habe jetzt gemerkt, dass Fitnessstudio gar nicht so richtig für mich ist und das ist gar nicht das, was ich wirklich will. Ich glaube, da war die abgemeldete Klausur so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich gemerkt habe, hey, was will ich eigentlich? Und deswegen habe ich mich dann auch hier beim Tanzen angemeldet. Und ich muss echt sagen, es hat so Spaß gemacht. Also ja, das ist so genau das, was ich mir immer vorgestellt habe. Und ja, ich bin jetzt richtig motiviert, hier zu sein. Und ja, ich habe jetzt so wirklich feste Zeiten fürs Lernen und fürs Tanzen. Und dann kriege ich das auch hin. Jetzt hat Lisa ihren Sport gefunden und damit auch neue Motivation. Aufschieben kann nämlich auch ein guter Indikator dafür sein, dass irgendetwas mit dem vorgenommenen Ziel nicht stimmt. Vielleicht hätte Lisa schon damals, als sie ihre Tasche vergessen hatte, merken können, dass sie unterbewusst gar keine Lust auf das Training im Fitnessstudio hatte. Ich gehe zum Lernraum, weil in 3 Wochen steht eine Klausur an und da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen für machen. Und ja, ich kann mich einfach in dem Lernraum besser konzentrieren, als wenn ich ja zu Hause lerne. Deswegen bin ich hier und ich höre gerade so einen Podcast, der heißt SciTalk RWTH und die geben auch ganz viele Tipps zum Thema Prokrastination etc., dass man einfach besser zum Lernen kommt und sich besser konzentrieren kann. Genau, und da werden wir. Lisa hat jetzt Lernroutinen etabliert. Sie hat einen Lernraum gefunden, den sie regelmäßig nutzt, in dem sie sich konzentrieren kann und nicht abgelenkt wird. Sie hat ihre Arbeitsmaterialien vorbereitet und richtet sich ein. So, ich stelle mir jetzt ein Handywecker auf 2 Stunden, weil mich das Handy sonst einfach zu sehr ablenkt. Also das wird jetzt ausgestellt, ich lege es weg und konzentriere mich dann einfach nur aufs Lernen. Sie plant konkrete Arbeitsfenster. Let's go. Indem sie den Handywecker stellt, ist der Zeitslot verbindlich. Indem sie das Handy bewusst zur Seite legt, legt sie auch einen beliebten Störfaktor zur Seite. Und da der Zeitslot begrenzt ist, fängt sie nun auch sofort an. Lisa hat für ihr Lernfenster kleine Rituale etabliert. So macht sie regelmäßig Pausen, isst ihr Pausenbrot, steht auf und bewegt sich. Hier zeigt sich auch das Prinzip der sogenannten Arbeitszeitrestriktion. Lisa hat ein ganz klar umgrenztes Arbeitszeitfenster, in dem sie lernen kann. Dieses Fenster endet definitiv nach 2 Stunden, da sie dann einen Anschlusstermin hat. So entsteht bei ihr das Gefühl, ich muss nicht lernen, sondern ich darf lernen. Mein Wecker. Ja, das ist jetzt fast ein bisschen schade, dass er geklingelt hat. Ich stelle ihn ja aber genau auf 2 Stunden und dann bin ich nur konzentriert aufs Lernen und alles. Und wenn er dann klingelt, bin ich halt durch mit Lernen. Und jetzt war ich gerade so richtig im Flow, deswegen ist es ein bisschen doof schon fast, weil es gerade fast ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, aber ich habe um 18.30 Uhr Training vom Tanzen, deswegen muss ich jetzt los. Jetzt ärgert sie sich sogar, nicht mehr weitermachen zu können, weil ihre Lernzeit vorüber ist. Und weil sie nun quasi nicht mehr arbeiten darf, ist sie motiviert, morgen wieder einzusteigen und weiß auch schon genau, wie sie dann weiterarbeiten will. Lisa hat eine gute Routine gefunden, die zu ihr passt. Sie hat herausgefunden, was für sie persönlich funktioniert, was hilfreich ist und was nicht. Durch Erfahrung, durch Reflexion, durch Austausch mit anderen. Durch Expertentipps, durch Ausprobieren. Sehr wahrscheinlich wird nicht immer alles glatt laufen und es wird immer wieder Rückschläge geben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie dranbleiben wird. Denn sie hat ein Ziel und sie geht kleine, konkrete, realistische Schritte.